Natürlich freue ich mich. Sie ist meine Mutter. Sie hat dich aber verlassen, du. Ah, jetzt hörst du dich an wie Sweets. Oh, klasse. Unter welchem Fels ist der Kerl dann vorgekrochen? Das wäre sehr viel witziger, wenn es sich hierbei nicht um ein menschliches Wesen handeln würde. Das Opfer wurde von einem Bagger fallen gelassen und die restliche Ladung hat seinen Schädel zertrümmert. Booth hat gute Laune, weil seine Mutter endlich zurückgekehrt ist, nachdem sie ihn vor 25 Jahren verlassen hat. Vor 24 Jahren. Und sag das nicht so. Nun, das muss ja sehr kompliziert sein. Ist es nicht. Das ist klasse. Also kümmere dich lieber weiter um die Überreste. Dieser Teil des Schädels lässt auf einen Mann schließen. Die parabelförmigen Maße der Zahnreihe deuten auf einen Weißen hin. Die Uniform ist aus Polybenzimidazol. Unser Opfer ist Feuerwehrmann gewesen. Gut, jetzt bin ich sauer. Die Schädelfragmente weisen Zeichen von schwerem Nagerfraß auf. Nach der Fleischfarbe und der Umgebungstemperatur zu urteilen, würde ich sagen, er ist etwa 4 Tage tot. Was mit dem Gebäudeabriss übereinstimmt. Vielleicht war das der Brandmeister auf seinem letzten Kontrollgang. Ich frag mal bei den Feuerwachen nach, ob jemand vermisst wird. Ehrlich gesagt bin ich nicht so sicher, ob unser Opfer ein Feuerwehrmann war. Ich bin kein Blitzlammer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Uniform ein guter Hinweis ist. Naja, und das hier auch. Eine Verschlusshose und ein Tangaslip. Entweder haben die Ratten die Reste seiner Unterwäsche gefressen oder unser Opfer war ein Stripper. Und? Davon erzählen wir meiner Mom nichts, klar. Wieso? Wieso wohl?